Der Name Zündapp. Am 17. September des Jahres 1917 wurde die Firma Zünder Apparatebau GmbH in Nürnberg gegründet. Aus den Worten Zünder und Apparatebau ist der Firmenname Zündapp entstanden. 1933 baute Zündapp die ersten 2- und 4-Zylinder-Boxermotoren in Serie. 1940 stellte Zündapp dem Oberkommando des Heeres zunächst 2 Versuchsmotorräder der KS-750 zur Verfügung. Nach deren ersten Erprobung folgten weitere 5 in verbesserter Ausführung. Während der Erprobung dieser Motorräder fand auf Betreiben der Wehrmacht Gespräche zwischen den Firmen Zündapp und BMW über die Vereinheitlichung der verschiedenen Bauteile der Zündapp KS-750 und BMW R-75 statt. Die Vordergabel ist eine Parallelogrammgabel, die in der Funktion wesentlich stabiler und besser ist als die der BMW R-75. Die erste Ausführung der Zündapp KS-750 hat noch keinen einstellbaren Lenkungsdämpfer. Der Tachometer hat noch eine Anzeige bis 120, später bis 100. Der Motor ist ein 170 Grad Boxermotor mit 750 Kubikzentimeter und drehmomentstarken 26 PS. Das Getriebe ist ein geradverzahntes Vierganggetriebe mit Rückwärtsgang und Geländeuntersetzung. Die ersten Probefahrten durch die Wehrmacht wurden in den Alpen vorgenommen. Die Maschine zeigte da bereits, dass sie sehr gut geeignet war für den Einsatz beim Militär. Als Wetterschutz gab es für die Kratzfahrer den beliebten Kratzfahrermantel. Das Besondere an der Zündapp KS-750 ist, dass sie 4 Straßengänge, 2 Geländegänge und einen Rückwärtsgang hat. Auch ist das Seitenwagenrad mit angetrieben und ist sperrbar durch eine Differentialsperre. Das Differential verteilt die Last zum Seitenwagen hin mit 30% und auf das Hinterrad mit 70%. Dadurch ist ein Geradeauslauf gewährleistet. Zusätzlich ist es das erste Motorrad, was hydraulische Bremse hat. Die Zündapp KS-750 wurde vielseitig eingesetzt. Zum Verlegen von Telefonleitungen. Diese Kampfeinheit bereitet sich vor, Mussolini zu befreien mit Zündapp KS-750 oder auch als Transportmittel in Afrika beim Afrikakorps. Auch wurden Versuche unternommen, sie in einen Gitterrohrrahmen unter eine He-111 zu hängen und mit dem Fallschirm abzuwerfen. Die finnische Armee erhielt eine größere Anzahl 1944 zur Unterstützung, um gegen die Russen zu kämpfen. Allerdings wurden sie dann im Lapplandkrieg gegen Deutschland eingesetzt. Heute sind die KS-750 begehrte Sammlerobjekte. Wenn man so ein Exemplar wie dieses in einem zwar sehr schlechten, aber dafür kompletten Zustand findet, darf man sich wirklich als glücklich schätzen. Um diese KS-750 wieder in einen guten, fahrbereiten Zustand zu restaurieren, bedarf es viel Arbeit. Ist die Zündapp KS-750 jedoch einmal top restauriert, kann man sehr viel mit ihr unternehmen. Ausgiebige Geländefahrten oder Wasserdurchfahrten bewältigt sie ohne große Probleme. Ebenfalls lassen sich gut felsige, steile Gebirgsstrecken mit ihr fahren und sie klettert dort ganz famos hoch. Im tiefen Sand der Wüste hatten wir allerdings einige Male heftig Arbeit mit ihr. Es ist ein Motorrad, mit dem man noch einige Abenteuer erleben darf. Ja.
Und wenn du mehr über die Zündabkehr 750 erfahren willst, schau in eins dieser Bücher, die detaillierte Beschreibung der Zündabkehr 750 oder die Instandsetzungsanleitung. Wir haben alles und natürlich auch die entsprechenden Ersatzteile.